Seid mir gegrüßt. Ich habe eine sehr wichtige Nachricht für euch. Was bringst du uns? Der Kaiser Tiberius hat einen Abgesandten nach Judäa geschickt. Sein Schiff wird noch heute an einer entlegenen Stelle unserer Küste landen. Warum denn so heimlich? Warum legt ihr Schiff nicht wie sonst im Hafen von Caesarea an? Eines steht jedenfalls fest für mich. Nicht Kaiser Tiberius hat sich das ausgedacht. Hinter diesen Heimlichkeiten steckt bestimmt wieder Pontius Pilatus. Was willst du damit sagen? Ich denke, es war so. Die offizielle Ankunft eines Abgesandten vom Kaiser würde gerade jetzt vom Volk so aufgefasst werden, als sei Rom mit der Regierung seines Statthalters Pontius Pilatus nicht ganz einverstanden. Du glaubst also, Pilatus will die Botschaft des Kaisers nicht so wichtig erscheinen lassen? Ja, genau das. Pilatus ist ein Schwächling. Aber er ist doch sehr klug. Er weiß, welche Vorteile das Synedrium und Herodes aus dieser Tatsache ziehen könnten. Hat denn Caesarea plötzlich keinen Hafen mehr? Wovor hat Pontius Pilatus Angst, dass er uns in diesem abgelegenen Winkel landen lässt? Ich bin nur ein einfacher Soldat, Gaius Marcellus, und ich gehorche allen Befehlen, die ich bekomme. Du verstehst deiner Frage auszuweichen. Du hättest Politiker werden sollen. Seit über 30 Jahren lebst du schon in Judäa, Claudius Africus. Es kann dir doch sicher nicht sehr schwer fallen, zu verstehen, was hinter diesem Befehl steckt. Und wer könnte besser verstehen, warum ich dir jetzt nicht antworte, als du, Gaius? Ja, schon gut, lassen wir das. Wenn wir in Caesarea gelandet wären, hätte man sofort geglaubt, dass es zwischen Rom und dem Präfekten von Galiläa Unstimmigkeiten gegeben hätte. Und du weißt ja, wer aus einer solchen Lage seinen Nutzen ziehen würde. Ja, ich weiß. Macht alles fertig zur Landung. Ich werde ja bestimmt noch Gelegenheit haben, manches Interessante über unseren geheimen Auftrag zu hören. Hey, könnt ihr euch nicht etwas mehr beeilen? In Rom spricht man viel von einem gewissen Barabbas. Wie denkt ihr hier über ihn? Haltet ihr ihn für einen großen Mann oder ist er nichts weiter als ein Bandit? Er lässt sich gern Befreier nennen. Aber hier ist nicht alles so, wie es nach außen hin erscheint. Das wirst du ja bestimmt bald selber merken. Du sprichst wie ein Philosoph. Nein, ich spreche wie ein Soldat. Wie ein Soldat, der schon etwas müde ist. Du hast viel Erfahrung und kennst dieses Land. Kannst du mir nicht einen guten Rat geben? Ich würde dir raten, dich an einen Mann zu halten, der jetzt in aller Munde ist. Sie nennen ihn Jesus von Nazareth. Wie viele Soldaten stehen unter seinem Kommando? Nicht ein einziger. Er ist ein Prediger. Ah, ein Prediger. Mhm. Glaubst du, ich würde mich vor einem fanatischen Prediger fürchten, der nicht einmal Soldaten hat? Das will ich nicht hoffen. Aber 30 Jahre in Judäa können einem Soldaten den klaren Blick schon etwas trüben. Da kommen Sie, Barabbas. Sie führen Steuergelder mit, um die wir Sie erleichtern werden. Es sind 8 schwere Kisten mit Gold. Woher weißt du das? Wenn du so gute Quellen hättest wie ich, dann wärst du Barabbas und nicht ich. Es ist soweit. Auf die Pferde! Vollspiel! Komm schön mit. Lass mich los, scher dich weg, du Hund. Wie viele Kisten sind das? 7. Es muss noch eine Kiste da sein. Schnell, suche sie. Wenn du sie nicht findest, musst du sie mit deinem Kopf bezahlen. Hier, Barabbas, wir haben sie gefunden. Ich habe ja gewusst, dass es 8 waren. Mach schnell, stellt sie alle zusammen. Los, mach schnell. In diesen Kisten sind die Steuergelder, die deine Landsleute bezahlt haben. Ich bitte dich, nimm sie nicht weg, sonst muss das Volk sie noch einmal bezahlen. Lass ihn, was fällt dir ein? Überlass das mir. Bleib stehen, bleib doch stehen. Du kannst nicht entfliehen, mach keinen Unsinn. Nein, nein, Barabbas, du darfst mich nicht töten.
Und du? Du bist also der berühmte Barabbas. So sieht der Befreier von Judäa aus. Er beraubt die Karawanen und bringt seine Brüder um. Maria Magdalena, die Geliebte des Anan. Woher wusstest du, dass ich bei der Karawane war? Wer hat dir das verraten? Man hat mir nicht so viel erzählt von deiner überwältigenden Schönheit. Woher hast du gewusst, dass es nicht so gefährlich war, uns anzugreifen? Anan hat es dir wohl verraten. Anan. Könntest du dir vorstellen, dass ich mich mit Anan verstehe? Dem hochmütigen Neffen des Hohen Priesters? Also, ich habe mich nicht getäuscht. Von jetzt an wirst du unter meinem Schutz stehen. Du verdankst es mir, wenn du am Leben bleibst, Magdalena. Barabbas! An den Hügeln, unten im Flussbett. Ich gehöre zur Karawane aus Damaskus. Sie raubten die Abgaben für Cäsar. Wie weit ist das von hier? Vor Sonnenuntergang können wir dort sein. Folgt mir! Von diesem Wein trinken. Er ist ganz köstlich. Oder macht es dir vielleicht mehr Freude, von meinen Lippen zu trinken? Geh weg! Du willst dich mir verweigern? Du verkaufst auch sonst deinen Körper für eine Handvoll Gold. Du hast schönen Schmuck an. Für dich muss ein Mann schon furchtbar reich sein, nicht wahr? Ich bin auch sehr reich. Und ich könnte dir bezahlen, was du von mir verlangst. Das hier ist Gold. Aber warum sollte ich es dir geben? Du bist ja doch meine Gefangene. Und du gehörst mir, ob du willst oder nicht. Barabbas! Die Römer! Die Römer kommen! Die Römer! Greift sie an! Greift sie an! Ergib dich! Niemals einem Römer! Ah.
Barabbas! Überlass ihn uns! Schnell weg! Schnell weg! Ich erwarte dich in Jerusalem! Barabbas, wir sehen uns wieder! Los, schnell ihnen nach! Die dürfen nicht entweichen! Wer bist du? Was machst du hier? Ich war bei der Karawane, die Barabbas überfallen hat. Wie heißt du? Mein Name ist Maria. Ich komme aus Jerusalem. Aber du bist ja verwundet. Komm mit, ich will deinen Arm verbinden. Was ist das für eine Salbe? Salbei, Essenzen und Öle. Wir pflegen diese Heilsalbe hierzulande selbst zu mischen. Du bist wirklich sehr schön. Du weißt, es ist den Römern nicht erlaubt, mit Juden zu sprechen, weil eure Gesetze es euch verbieten. Es ist zwar gegen die Natur, aber es ist nun einmal Gesetz. Es ist ein sehr dummes Gesetz. Aber der erhabene Cäsar kann doch keine dummen Gesetze machen. Magst du mich deswegen nicht, weil ich ein Römer bin? Wie kannst du so etwas denken? Ihr seid es, die uns nicht mögen, weil wir Juden sind. Was für ein Unsinn. Schon seit mehreren Jahren glaube ich nicht mehr, dass wir dem jüdischen Volk so sehr überlegen sind. Es war ein Landsmann von dir, der es fertiggebracht hat, mich von dieser Wahrheit zu überzeugen. Ein Mann von großer Kultur und sehr gelehrt. Sein Name ist Anan. Er ist der Neffe des hohen Priesters. Hast du schon von ihm gehört? Es gibt so viele Neffen in Palästina. Und wenn ich nach Jerusalem komme, werde ich dich dort finden? Wenn du mich suchst, bestimmt. Was würdest du sagen, wenn ich den Mut aufbringen würde, ein altes Gesetz zu übertreten? Ich würde sagen, dass du ein Mann bist. Jetzt musst du dich aber ausruhen. Wenn ich dich nicht schnell wieder gesund pflege, werden mich deine Soldaten noch umbringen. Das muss verhindert werden. Ich sehe morgen wieder nach dir. Dich hier nicht sehen lassen. Du fürchtest wohl, die Römer könnten denken, dass wir Freunde wären. Freunde? Oder sagen wir Komplizen. Du wirst mich nun sicher fragen, warum ich meinen Kopf riskiere, um dich zu besuchen. Sag, was dich herführt. Die Karawane, die wir überfallen haben, ist in römischen Händen. Sie haben uns überraschend angegriffen. Viele meiner Männer sind tot und verwundet. Du hast dir wirklich diese 3000 Taler entgehen lassen? Ist dir das Geld wichtiger? Oder Maria Magdalena? Maria? Ja. Sie ist auch bei der Karawane gewesen. Jetzt ist sie bei den Römern. Maria weiß von unserer Verbindung. Wie hat sie das erfahren? Sie hat es erraten. Sie ist ja eine kluge Frau und sie wird Schweigegeld verlangen. Das glaube ich nicht. Natürlich. Dass ich auch vergessen konnte, wie unwiderstehlich du bist. Wie kam ich nur darauf, dass sie dich verraten kann? Im Augenblick hält sie sich in der Wüste auf. Sie ist dort mit einem Römer zusammen. Gaius Marcellus. Gaius Marcellus? Du kennst ihn? Dann ersparst du mir seine Beschreibung. Du weißt ja, Maria hat wie alle Kurtisanen eine Schwäche für die Männer. Und ich glaube, dass sie einem Mann wie diesem auf die Dauer nicht widerstehen kann. Verlass das Haus. Ich gehe schon. Aber wenn Maria oder irgendein anderer mich verraten wird... Verlass das Haus!
Wir hätten schon vor 3 Tagen in Caesarea sein müssen. Die Männer werden allmählich ungeduldig. Was da drüben in diesem Zelt geschieht, ist kein gutes Beispiel für unsere Legionäre. Sei doch still! Gaius denkt nicht mehr daran, die Befehle des Kaisers auszuführen. Willst du endlich deinen Mund halten? Bist du plötzlich so ernst? Ich muss an ein Mädchen denken. Ihr Name war Judith. Sie starb mit 17 Jahren. Das ist sehr traurig. Es war ihre Schuld, dass sie sterben musste. Wieso ihre Schuld? Sie hatte sich verliebt. Und das war ihr Verbrechen. Sie wusste selber nicht, ob es nur seine Rüstung war, die es ihr angetan hatte, oder ob es die wahre Liebe war. Wie sollte sie das auch mit 17 Jahren wissen? Ihre Eltern hatten ihr verboten, diesen Mann jemals wiederzusehen. Aber sie wollten sich noch einmal treffen. Sie versprach ihren Eltern, dass es das letzte Mal wäre. In jener Nacht auf dem Platz vor dem Tempel wurde Judith gesteinigt. Der Soldat wurde ausgestoßen und schwer bestraft. Sie war eine Jüdin und er war ein Römer. Ja. Ist es das, was dich jetzt so bedrückt, Maria? Markus! Was soll das bedeuten? Ich habe Befehl gegeben, das Lager abzuschlagen. Weswegen? Was ist geschehen? Die Jüdin hat das Lager verlassen. Was sagst du? Sie ist aus dem Lager geflüchtet? Ja, und ich habe ihr geholfen. Was fällt dir ein? Ich habe dir keinen Befehl dazu gegeben. Markus, kannst du es denn nicht verstehen? Ich weiß, du liebst sie. Deshalb mache ich mir ja gerade um dich so große Sorgen. Nimm doch Rücksicht auf deine Stellung. Hey, ihr da! Macht die Pferde fertig! Beeilt euch! Wir brechen gleich auf!
Martha! Lazarus! Wo steckt ihr denn? Maria! Endlich bist du wieder zurück, Martha! Lazarus! Ach, ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Wir waren sehr in Sorge um dich, weil die Karawane, mit der du gereist bist, überfallen wurde. Oh, wer hat euch das erzählt? Ich. Ah, woher weißt du das denn? Ich möchte allein mit dir sprechen. Also, woher weißt du es? Von Barabbas? Ich hoffe nur, dass die Römer mich nicht auch mit diesem Überfall in Verbindung bringen. Oh, du hattest wohl furchtbare Angst, ich bliebe bei den Römern. Und ich würde dich an sie verraten. Ah, dein guter, treuer Freund Barabbas wollte mir Gewalt antun. Ich vertraue auf deine Klugheit, Magdalena. Und ich hoffe, dass du nett zu den Römern gewesen bist. Lass mich jetzt. Komm sofort zu mir. Ich bin nicht deine Sklavin, das darfst du niemals vergessen. Ich bin frei und tue, was mir gefällt. Ich werde für einige Tage nach Caesarea gehen. Und wenn ich wieder hier bin, werde ich ein großes Fest geben, um deine Rückkehr zu feiern. Ganz wie du willst. Aber nicht in diesem Hause. Mein Bruder und meine Schwester wollen das nicht, das weißt du doch. Das hier ist unser Haus. Und hier werden wir unsere Gäste empfangen. Ich habe gelesen, was man in Rom an meiner Verwaltung auszusetzen hat. Caesar ist fest davon überzeugt, dass ich versagt habe. Und das Schlimme daran ist, dass ich ihm Recht geben muss. Ich würde an deiner Stelle dieser Sache keine so große Bedeutung geben. Claudia ist der gleichen Meinung wie du. Ich habe ihm heute früh schon dasselbe gesagt, nur mit etwas anderen Worten. Rom wird bestimmt niemals vergessen, was du als Verwalter in Spanien, in Alexandrien und in anderen Provinzen geleistet hast. Ja, gewiss, Gaius. Aber das war in Spanien, Alexandrien und so weiter. Und das hier ist Judäa, ein seltsames Land, Centurio, dessen Geheimnis ein Mann wie ich allzu gern ergründen möchte. Auch wenn es mein Untergang wäre. Hast du denn Angst, dass wir, die wir die ganze Welt unterjocht haben, mit diesem Stückchen Wüste nicht fertig werden könnten? Nein, ich wollte nur damit sagen, dass ich keine Lösung mehr weiß. Jedoch, ich bin gern bereit, auf deinen Rat zu hören. Die Ordnung wird mit den Waffen wiederhergestellt und die Gesetze treten wieder in Kraft. Einverstanden. Weiter? Die Banditen werden von uns vernichtet und wir sorgen für Sicherheit. Was in meinen Kräften steht, um dir zu helfen, werde ich tun. Darauf kannst du dich verlassen. Kannst du mir sagen, warum es so schwer ist, diese Provinzen zu verwalten? Das will ich dir verraten. Sie wollen die Freiheit. Sehen Sie denn nicht, wie gut Sie es unter unserer Verwaltung haben? Du wirst es nicht glauben, aber Sie sehen es nicht. Aber das Schwierige an der Sache ist, dass jeder einen anderen Begriff von der Freiheit hat. Für das Senedrium ist sie etwas anders als für Herodes. Dann ist da noch eine Menge von heiligen Demagogen und anderen Narren, die das Volk mit ihren Reden verwirren. Dazu gehört wohl auch dieser Jesus von Nazareth. Er ist ein junger Rabbi. Soviel ich weiß, stammt er aus Galiläa. Er hat auf alle, die ihn gehört haben, einen tiefen Eindruck gemacht. Los. Sie wollen den kaiserlichen Adler herunterholen. Sie protestieren sicher gegen das römische Hoheitszeichen, das man vor ihrem Tempel aufgestellt hat. Ist das nicht eine Verhöhnung ihres Gottes? Allerdings. Aber vergiss nicht, dass auch Caesar allmächtig ist. Und um das zu beweisen, steht dieser Adler da. Aber auch um dich zu ehren, Gaius Marcellus, hat man es aufgestellt. Der Aufruhr muss unterdrückt werden. Wenn du es probieren willst. Mit deiner Erlaubnis. Das ist heiliges Land, wo wir stehen. Dieses Abbild ist eine schwere Beleidigung unseres Gottes. Reißt es herunter! Die
Die römische Unterdrückung des Steuern, das Volk und verachten seine Religion. Ihr dürft das nicht weiter erdulden. Wir müssen diese Adler herunterholen. Es schwebt über uns wie ein Verhängnis in den Staub mit diesem Schandmal. Anan, du hier? Ich bin für einige Tage nach Caesarea gekommen. Dürfte ich auf eine Unterredung mit dir hoffen? Warum fragst du erst? Wozu denn so viele Umstände? Wir sind doch noch Freunde, genauso wie damals in Rom. Hier bist du ein Römer, der zu befehlen hat. Und ich bin ein Jude, der gehorchen muss. Aber wenn du mich noch als deinen Freund betrachtest, dann erlaube mir, dass ich dir meine Meinung über das Geschehene sage. Das Volk wollte keine Gewalt anwenden, bis deine Soldaten sich eingemischt haben. Aber sie holten doch den römischen Adler herunter. Der römische Adler vor unserem Tempel war eine Herausforderung. Deswegen waren sie so erregt. Du könntest es wieder gut machen, wenn du die Leute freigibst, die festgenommen wurden. Das würde als ein Zeichen der Schwäche ausgelegt werden. Ich vertraue ganz auf deine Klugheit und auf unsere Freundschaft. Ich sehe, ein Junge ist mit euch gekommen. Er soll vortreten. Du bist ja noch ein Kind, mein Sohn. Was hat dich veranlasst, dich unter die Aufständischen zu mischen? Antworte doch! Also, was hast du mir zu sagen? Ich hab ihn mitgebracht. Ich muss bestraft werden. Aber ich bitte dich, gut auf meine Worte zu hören. Ein großes Ereignis steht bevor. Der Befreier Israels, er ist schon mitten unter uns. Und bald wird ein Sturmwind die römischen Adler aus dem Land verjagen. Dafür, dass du so mit mir zu sprechen wagst, werde ich dich auspeitschen lassen. Führt ihn ab! Er ist nur ein alter Mann, der an seinen Gott glaubt. Dafür darfst du ihn nicht bestrafen. Ich bin der gleichen Ansicht wie Sie. Vor kurzem hast du gesagt, dass man auch Kleinigkeiten nicht unterschätzen soll. Und jetzt sprichst du auf einmal so? Du bist der Statthalter. Du hast doch allein zu entscheiden. Wartet noch! Bringt ihn wieder hierher! Du, komm her! Sag mir, wer wird dieses Land befreien und Israel erretten? Es ist der, von dem uns unsere Propheten berichtet haben. Er ist schon da, ist mitten unter uns. Ganz Judäa jubelt ihm zu und sieht die Wunder, die er tut. Die Gelähmten können wieder gehen und die Blinden wieder sehen. Wir werden diesen Betrüger zum Schweigen bringen. Und die Lanzen und Schwerter deiner Soldaten werden sich vor ihm biegen wie die Rohre im Winde. Und die Bronze ihrer Panzer wird weicher sein als Wachs. Das sage ich dir. Bringt den alten Mann hinaus. Verlasst alle den Saal. Hast du das gehört? Was sagst du dazu? Wie denkst du jetzt über diese Menschen? Verrückte? Fanatiker? Oder ist es nur ein frommes Volk? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du bist sehr vorsichtig, Centurio. Du gibst mir keine Antwort. Seit Johannes dem Täufer haben sie sich für einen neuen Propheten nie wieder so ereifert. Ich bitte dich, diesen Geschehnissen weiter nachzugehen. Das ist meine Pflicht. Aber was wird aus den Gefangenen? Was willst du mit ihnen machen? Ich kann sie nicht freilassen. Sie haben sich gegen die römische Regierung aufgelehnt. Aber du weißt ja, wie es immer ist. Sie beleidigen uns und wir sperren sie ein. Na, das kennen wir ja. Ich mache dir folgenden Vorschlag. Tausche sie gegen Barabbas. Ah, sein Vorschlag wäre gar nicht so schlecht. Geh zum Synedrium nach Jerusalem und überlege, was man in der Sache machen kann. Ich werde in ein paar Tagen nachkommen, noch vor dem jüdischen Osterfest.
Ein römischer Gesandter ist in Jerusalem eingetroffen. Möge seine Ankunft die Freiheit unserer Brüder bedeuten. Und wie ist der Name dieses Römers? Gaius Marcellus. Er kam vor ein paar Tagen hier an. Ich gehe jetzt zum Tempel, um weitere Nachrichten zu erfahren. Maria, ist er es? Ja. Vergiss nicht, dass er ein Römer ist. Er hat mir das Leben gerettet. Dieser Mann ist anders als alle anderen. Und was willst du tun? Ich weiß es nicht. Ich bin sicher, dass du dir über die guten Absichten des Präfekten von Rom, Pontius Pilatus, klar sein wirst. Und ich bitte dich auch von meinem guten Willen, überzeugt zu sein. Ich sage der römischen Regierung hiermit meinen Dank für ihre Güte. Und das lässt mich hoffen, dass die Zeit der Gewalttat nun endlich vorüber ist. Es ist mein großer Wunsch, und ich verspreche es dir hiermit, dass ich Barabbas der römischen Justiz ausliefere, sobald es mir möglich ist. Ich danke dir, Gaius. Du hast mir einen Beweis deiner Freundschaft mit der Auslieferung dieser Gefangenen gegeben. Vielleicht ist es nur ein glücklicher Zufall gewesen. Was wir dafür haben wollen, ist der Kopf des Barabbas. Übrigens erzählt man sich, Gaius, dass du bei dem Kampf gegen diesen Barabbas eine sehr schöne Frau befreit hast. Woher weißt du das? Die Legionäre behalten kein Geheimnis für sich. Wie war denn ihr Name? Ihr Name war Maria und sie lebt in Jerusalem. Wahrscheinlich ist sie eine Kurtisane. In Jerusalem gibt es ja so viele. Du kennst sie nicht, sonst würdest du anders über sie sprechen. Verzeih mir, ich wollte dich nicht kränken. Aber ich hoffe, dass diese Liebe dich nicht von einem unschuldigen Vergnügen abhalten wird. Eine Freundin von mir wird ein Fest geben und ich möchte dich dazu einladen. Ich würde die Einladung eines Freundes gerne annehmen, aber ich bin Römer und deine Religion... Na, du versteckst deine Toga unter Mantel. Die Frau des Hauses wird es nicht bemerken. Lasst ihn laufen. Maria, ich habe gedacht, ich würde dich nie wiedersehen. Warum bist du geflohen? Weil ich es für besser hielt, wenn wir uns trennen würden. Ich glaubte auch genügend Kraft zu haben, um es durchzuführen. Aber als mir jemand sagte, dass du in Jerusalem bist, da konnte ich nicht anders. Ich musste zu dir, um dir alles zu erklären. Du weißt, wie sehr ich dich liebe. Nein, sprich nicht weiter. Sag mir doch, wovor du Angst hast. Maria, in meiner Nähe hast du überhaupt nichts zu befürchten. Pilatus ist ein Freund von mir. Und ich stehe unter dem Schutz des Kaisers Tiberius. Ich fürchte mich auch nicht vor Ihnen. Aber vor wem hast du denn sonst Angst? Vor mir selbst. Und vor dir. Vor mir? Kein Mensch auf der Welt liebt dich so wie ich. Das weißt du doch, Maria. Ich tue alles für dich, was du nur willst. Du kommst mit mir nach Caesarea und nach Rom. Du wirst nicht so enden wie diese arme Judith. Wie unbeschreiblich schön wäre das, wenn wir für immer zusammenbleiben könnten. Für immer. Nichts kann uns trennen, ich schwöre es dir. Nein. Nicht schwören, ich bitte dich. Gaius, ich verlange jetzt von dir, dass du mir etwas versprichst. Was du willst. Ich muss dich jetzt verlassen. Und du darfst nicht versuchen, mich wiederzusehen. Aber die Stunde wird kommen, wo ich dich aufsuche. Verlass dich darauf. Niemals werde ich das zugeben. Du musst es. Aber... Ich bitte dich, frag mich nicht, Liebster. Du sollst nur wissen, dass ich dich liebe. Vertrau auf mich. Willkommen in diesem Haus. Unsere Freundin ist noch nicht bereit, dich zu empfangen, aber ich bin sicher, du wirst sie genauso bezaubernd finden wie jene geheimnisvolle Frau.
Wo bleibt denn die Herren des Hauses? Das weiß ich auch nicht genau. Es soll ja heute noch eine Überraschung geben. So? Lavinia. Ah, schön. Livia. Das hier ist also mein Freund Gaius Marcellus. Ich habe euch davon erzählt. Was für reizende Freunde du hast. Ja. Oh. Bindet ihn an die Säule. Wer ist denn das? Er ist ein Anhänger des Nazareners, ein Sklave von mir, der auf einmal Predigten über Reinheit und Güte hält. Wir wollen doch einmal sehen, ob unser Gast ihn davon überzeugen kann, dass die Sünde viel erfreulicher ist als die Tugend. Dieser Sklave ist ein heiliger Mann. Was du vorhast, ist ein großer Frevel. Gott wird dich dafür bestrafen, Maria. Sei endlich still, du langweilst mich. Warum sollte er mich denn bestrafen? Er hat mich ja so geschaffen. Du darfst Gott nicht wegen deiner Sünden tadeln. Tadle doch lieber dich selbst und den Teufel. Denn er ist es, dem du mit deiner Schönheit gedient hast. Wenn ich wirklich des Teufels Tochter bin, dann kann ich ja ruhig weiter in der Sünde leben. Verzichte doch endlich auf ihn. Und verlasse Arna. Jetzt ist es aber genug, Martha. Arnan wird von Tag zu Tag immer eifersüchtiger. Du hast es ja gesehen. Einstweilen werde ich alles tun, was er will, bis der Tag kommt, an dem ich mich endlich von ihm befreien kann. Und jetzt macht, dass ihr wegkommt. Ich will euch nicht mehr sehen. Schert euch raus. Ich habe andere Pläne. Meinst du Gaius Marcellus? Was ist los? Ach, gar nichts. Sie macht sich nur ein bisschen Kummer um den armen Nazarener. Sie fürchtet, ich könnte mich an ihm vergreifen. Maria! Jetzt aber Schluss, lass mich endlich in Ruhe. Ich habe ein Geschenk für dich. Das wird deinen Tanz noch faszinierender machen. Warum denn diese Maske? Gefällt dir vielleicht mein Gesicht nicht mehr? Du bist wunderbar, aber wenn du die Maske trägst, kann mich nichts mehr von deinem Tanz ablenken. Was ist, Maria? Gehen wir. Thank you.
Fühlt sie sich nicht wohl? Ich weiß nicht, ich sehe nach. Und jetzt, meine Freunde, werdet ihr eine andere Tänzerin sehen. Maria! Gaius! Ich schäme mich für dich. Du hast nicht einmal Achtung vor deiner Religion. Jetzt weißt du es endlich. Ja, ich bin die Geliebte des Ahnen. Alle wussten es außer dir. Jetzt bitte ich dich, lass mich allein. Entschuldige, mein Freund. Ich wusste nicht, dass Maria die geheimnisvolle Frau ist. Du hast deine Gefühle verschwendet. Hast du mich deswegen eingeladen? Magdalena ist meine Geliebte. Wie sollte ich denn wissen, dass es dieselbe Frau ist? Nicht ich habe dich betrogen, sondern sie. Das gehört übrigens zu ihrem Beruf. Gaius. Ich bin Martha, die Schwester von Maria. Ich bitte dich, verachte sie jetzt nicht. Sie ist nicht schlecht, glaub es mir. Ihre Seele ist rein. Hat euch dieser Nazarener vielleicht gelehrt, die Sünde Tugend zu nennen? Ich verzeihe dir diese Gotteslästerung. Es wird besser sein, wenn du Maria nicht mehr siehst. Aber verachte sie nicht, denn das hat sie nicht verdient. Magdalena. Magdalena. Maria! Der Mann aus Galiläa ist mir erschienen. Hast du ihn gerufen? Warum kommt ein Heiliger zu einer Sünderin? Gerade der Sünder braucht ihn. Das verlorene Lamm ist ihm sicher lieber als alle anderen. Du hättest sehen sollen, wie Lea getanzt hat. Aber nicht einmal sie machte Eindruck auf ihn. Dieser Mann muss ja wirklich aus Stein sein. Du musst dich jetzt wieder zeigen. Du wirst sehnsüchtig erwartet. Nein, nein, fass mich nicht an. Du warst so verstört, dass du Gaius Marcellus erblicktest. Ich werde mich deinen Gästen nicht mehr zeigen. Ich schwöre es. Geh jetzt. Was hat sie denn? Sprich du noch einmal mit ihr. Vielleicht ändert sie ihren Entschluss. Warum bin ich auf einmal so ängstlich? Es war nicht der Mann aus Galiläa. Irgendwer hat mich bestimmt verhext. Die Botschaften Gottes sind keine Hexereien. Martha, befreie diesen heiligen Mann. Sorge dafür, dass niemand ihn beleidigt oder ihm wehtut. Hast du vielleicht den Wunsch, ihn zu sprechen? Nein. Nein, schicke ihn weg. Morgen werde ich in den Tempel gehen, um Buße zu tun.
Aber das ist ganz unmöglich. Man wird dir den Zutritt zum Tempel verwehren. Sie werden dich steinigen, wenn sie merken, wer du bist. Trotzdem gehe ich hin. Ich muss den Gott Israels anrufen. Maria, Maria, ich bitte dich, geh nicht hinein, bleib hier. Komm zurück. Nein, nimm diese hier, sie ist viel edler. Das ist ja Maria aus Magdala. Ja, es ist Maria Magdalena, es ist kaum zu glauben. Das ist ja Tempelschändung. Nur du bist imstande, sie zu retten. Noch ist es nicht zu spät. Warum ist sie denn in den Tempel gegangen? Wir haben sie gewarnt, aber sie hat nicht auf uns gehört. Ich darf den Tempel nicht betreten, weil ich ein Andersgläubiger bin. Keiner wird es wagen, dich aufzuhalten. Nur du kannst verhindern, dass sie gesteinigt wird. Gesteinigt? Du hast den Tempel entweiht. Für diese Beleidigung Gottes wirst du bestraft. Nieder mit ihr! Reinigt sie! Du hast den Tempel entweiht! Ich kenne sie, es ist die Kurtisane aus Magdala. Der Tempel wurde von ihr entweiht! Und für dieses Verbrechen werden wir dich mit dem Tod bestrafen! Ja, sie wird sterben! Sie wird sterben. Sie wird muss getötet werden! Haltet ein! Jesus naht, der Mann, der die Wunder tut! Eine elende, gemeine Hure. Wir kennen dieses Weib. Sie hat den Tempel entweiht. Nach den heiligen Gesetzen Moses müssen wir sie zu Tode steinigen. Du bist ein heiliger Mann. Was sollen wir mit dir machen? Wer unter euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Was ist los? Wie kann sie sich vor all diesen Leuten nur so demütigen? Sie ist doch keine Sklavin. Nein, gewiss nicht. Aber Maria liebt Jesus. Ach, deswegen also. Oh nein. Es ist keine irdische Liebe. Was soll es denn sonst sein? Lüg mich nicht an. Es ist die reine und innige Liebe, die aus der Seele kommt. Achte dieses heilige Gefühl, Gaius, auch wenn du es nicht verstehst. Du solltest wenigstens versuchen, ihr zu verzeihen. Lass sie tun, was sie für richtig hält. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Martha, ich möchte euch in eurem Interesse etwas anvertrauen. Viele halten diesen Messias für einen raffinierten Betrüger. Er ist in großer Gefahr. Dieser Mann hat allmählich das ganze Volk auf seiner Seite. Er muss so schnell wie möglich vernichtet werden. Ich bin dagegen. Es wäre ein zu riskantes Spiel, gerade in diesem Augenblick gegen ihn vorzugehen. Wann denn sonst? Wenn niemand mehr etwas von uns wissen will? Wenn er einen Tempel für sich allein errichtet hat? Worin er von allen angebetet wird wie ein Gott? Wenn er aber nun wirklich der Messias ist, habt ihr die Prophezeiung vergessen, als er geboren wurde? Es war das Jahr, wo der Komet erschienen ist. Nein, das ist unmöglich! Der Messias wäre zu uns gekommen und nicht nach Straßenvögel. Seid ruhig! Seid ruhig! Heute wird der Galiläer in Jerusalem erwartet. Wir wollen erst abwarten, wie er sich verhalten wird. Und wenn es nötig ist, handeln wir uns schlagen zu. Thank you.
Was sagst du dazu? So haben sie noch niemals gejubelt. Nicht einmal bei der Krönung ihres Königs. Sie müssen vom Wahnsinn gepackt sein. Wir wollen diesen Mann nicht aus den Augen lassen. Du kannst ruhig gehen, wenn du willst. Ich passe hier schon auf. Bei den ersten Anzeichen eines Aufruhrs treibt sie auseinander. Schont auch den Galiläer nicht, wenn er sich widersetzt. Es sind ja fast nur alte Leute, Weiber und Kinder. Ich finde, man hat die Gefahr, die von diesem Manne ausgeht, sehr überschätzt. Das kannst du nicht beurteilen. Galiläer ist in unseren Tempel gegangen und hat alle Händler mit der Peitsche hinausgetrieben. Er hat die heilige Stätte mit dieser unwürdigen Handlung entweiht. Und die Gläubigen? Die Gläubigen haben ihre Wut an den Händlern ausgelassen und sie misshandelt. Sie haben ihn zu ihrem Messias ernannt. Das Maß ist jetzt voll. Er stellt sich offen gegen uns. Jetzt müssen wir handeln. Ja, er muss sofort bestraft werden. Wir dürfen nicht mehr länger warten. Seid ruhig. Es ist völlig zwecklos, darüber zu sprechen, bevor wir ihn vernommen haben. Erst dann können wir sagen, dass er ein falscher Messias ist. Ihr alle wisst, welche Strafe denjenigen erwartet, der sich einer solchen Gotteslästerung schuldig macht. Er muss sterben. Durch Kreuzigung. Meine Kundschafter haben mir berichtet, dass schwere Schmähungen gegen Rom gefallen sind. Hast du das auch gehört? Ich nicht. Man kann ja nicht überall sein. Ich habe nichts gehört. Was sagst du? Ich war auch dort. Du machst einen großen Fehler, wenn du mit Gewalt gegen den Nazarener vorgehst. Claudia. Gaius Marcellus, in diesem Land ist es zur Gewohnheit geworden, aufrührerische Bemerkungen gegen Rom zu machen. Genauso wie es Sitte ist, zu Ostern Matze zu essen. Ich würde raten, diesen Äußerungen keine zu große Wichtigkeit beizumessen. Ich denke anders. Du hast selber gesehen, wie viel Volk heute unterwegs war. Um eine Katastrophe auszulösen, genügt ein Funke. Ave Pilatus, Annan bittet im Auftrag des Synedriums um eine Audienz. Bei ihm ist ein Kundschafter des Kaisers Herodes. Lass ihn eintreten. Ich bitte dich, deine Gefühle in Zukunft etwas mehr in der Gewalt zu haben. Und vergiss nicht, dass du die Frau des Gouverneurs von Judäa bist. Das Synedrium hat mich beauftragt, dir die aufrichtigsten... Lass die Förmlichkeiten beiseite. Also, was will das Synedrium von mir? Ich bin beauftragt, dich davon in Kenntnis zu setzen, dass die Priester bereit sind, Jesus von Nazareth zu bestrafen. Sie werden das Volk darüber aufklären, dass dieser Mann ein falscher Prophet ist. Das Synedrium möchte wissen, wie sich der Präfekt von Rom zu diesem Entschluss stellt. Du weißt, wie ich denke. Ich habe nicht die Absicht, mich in religiöse Dinge einzumischen. Aber wenn dieser Mann offen gegen Rom rebelliert, was ist dann? Das ist etwas anderes. Dann muss ich handeln. Wir haben Beweise, dass er ein Komplott schmiedet gegen die Autorität eures Staates. Gegen Rom? Ja, ich habe Zeugen. Beweise es mir.
Wie ist dein Name? Ezra. Bist du ein Anhänger des Nazareners? Ich war es. Und warum hast du ihn verlassen? Weil seine Leute einen Aufruhr planen. Gegen wen denn? Gegen den König, gegen die Priester und gegen Rom. Komm her. Warum bist du gefesselt? Ich habe die Gesetze übertreten. Hat man dir die Freiheit versprochen, wenn du aussagst? Nein. Aber du möchtest wieder frei sein. Ich darf doch sicher hoffen, dass du dich großzügig erweist. Was noch? Ich kann dir noch durch mehr Zeugen beweisen, dass er ein Aufrührer und Verräter ist. Rom wird für Ruhe und Ordnung sorgen. Gaius Marcellus, du unternimmst die nötigen Schritte. Wir sind glücklich, wenn alle, die den Frieden Jerusalems gefährden und die Macht Roms herausfordern, vernichtet werden. Anan, ich habe gehört, dass sich der Galiläer versteckt hält. Weißt du vielleicht, wo er ist? Einer von seinen Jüngern ist bereit, ihn zu verraten. Es handelt sich bloß um den Preis, wie bei allen Dingen. 26, 27, 28, 29, 30. Wo ist er? Folge mir. Wollen wir nicht schlafen? Nein, ich kann nicht schlafen. Ich habe Angst. Warum denn? Wovor fürchtest du dich? Er ist doch so nahe bei uns. Ich habe ja gerade Angst um ihn. Irgendetwas wird geschehen, ich fühle es. Sie sind bald hier, ich höre sie kommen. Es sind sehr viele. Ich höre, wie sie näher kommen. Immer näher. Sie sind nicht mehr weit von hier. Sie marschieren. Seid gegrüßt. Die Soldaten, da sind sie. Die Soldaten sind da! Die Römer! Gaius! Gaius! Ihr könnt ihn nicht verhaften! Er ist unschuldig! Nein.
Du bist früher zu mir gekommen, als ich dachte. Hilf mir, Anan. Du musst mir helfen. Sie haben Jesus verhaftet. Du musst deinen Einfluss geltend machen, um ihn zu befreien. Dein Galiläer ist in den Händen der Römer. Ich kann nichts für ihn tun. Anan, du hast mich einmal geliebt. Vielleicht liebst du mich noch. Vielleicht kann es wieder so werden, wie früher. Du musst ihn befreien. Rette ihn! Du musst mich schon für sehr dumm halten, wenn du glaubst, dass ich auf diesen Vorschlag eingehe. Vergiss ihn, er ist schon verurteilt. Nein! Wir müssen ihn retten! Wir müssen ihn retten! Und wenn keiner mir helfen will, gehe ich zu Barabbas. Bring das hier dem Centurio Gaius Marcellus. Ah, du hier, Maria Magdalena? Was willst du? Ich brauche dringend deine Hilfe. Meine Hilfe? Und Anan? Ist es aus zwischen euch? Du musst heute Nacht die Festung Antonia angreifen. Du musst Jesus retten. Jesus? Warum befreit er sich denn nicht selber? Er hat doch so viele Wunder vollbracht. Verlangst du von mir, dass ich den Befreier des Reiches befreie? Ich werde dir dafür alles, was ich an Schmuck besitze, geben. Es ist nichts zu fassen. Und du willst dich wirklich für ihn ruinieren? Wie edel du bist. Wirst du jetzt den Messias befreien? Den Messias? Das ist der wahre Messias in Israel. Das ist die Kraft, mit der David, Judith und Saul das jüdische Volk von den Feinden befreiten. Zu den Waffen! Die Römer sind da. Wir sind von ihnen eingekreist. Vorwärts! Zu den Waffen! Verteidigt euch bis aufs Blut! Schon wieder einmal, Centurio. Los, ergib dich, Barabbas. Komm her und hole mich doch. Ich brauche Gesellschaft, wenn ich ins Jenseits gehe. Wir haben noch etwas miteinander abzurechnen.
Pilatus möchte dich gerne lebend haben. Diese Höhle hier hat fast niemand gekannt. Wer hat mich verraten? Ein guter Freund von dir. Alan. Vorwärts. Los, weiter. Bring dein Pferd her. Ich kam her, um Hilfe für Jesus zu holen. Jetzt bin ich ratlos und weiß nicht mehr weiter. Ist dir so viel an ihm gelegen? Gaius, ich habe dich wirklich sehr geliebt. Wenn ich dir früher begegnet wäre, wäre mein Leben vielleicht anders geworden. Jedoch das, was ich für den Nazarener empfinde, ist mehr als jede irdische Liebe. Deine Schwester Martha erzählte mir so etwas. Ich wusste nicht, was sie meinte. Aber als sie diesen Mann ins Gefängnis brachten, fing ich an, es zu verstehen. Gaius, Jesus hat den Tod nicht verdient. Er ist unschuldig. Komm, ich bringe dich zu ihm. Warum tust du das noch für mich? Ich weiß es nicht. Frage mich nicht weiter. Es muss alle fünf kommen. Na, mach schon, mach schon. Ah, es ist gut gegangen, ich habe gewonnen. Und wer kommt jetzt dran? Ah, ich wieder. Gewonnen! 4, 16, 41. Barabbas, da draußen will jemand zu dir. Zu mir? Ja. Ja, ja, da draußen. Ja. Du kommst hierher? Du hast doch gesagt, wir dürfen uns nie zusammen sehen lassen. Ich bin hier, um dir zu sagen, dass das Synedrium dich den Römern ausliefern will. Du musst diese Gegend sofort verlassen. Das möchtest du wohl gerne, wie? Wenn du das Verlangen hast, gekreuzigt zu werden, dann bleibe. Aber ich würde dir raten, zu fliehen. Es rührt mich, dass du so besorgt um mich bist. Im Gefängnis kannst du mir nichts nützen und Tod auch nicht. Dein Leben ist mir sehr teuer. Ich glaube, das Geld, das ich dir bringe, ist dir teuer. Sagen wir beides. Und solange das Volk unruhig ist, machen wir gute Geschäfte. Richtig. Je unruhiger es um uns ist, umso reicher werden wir. Da hast du recht. Bravo. Du hast etwas gelernt. Ich danke dir für deine Warnung. Ich fühle mich hier sicherer. In meiner Grotte. Tu, was du willst. Verzeiht mir, aber meine Herren kann euch nicht empfangen. Sie hat mir befohlen, niemand vorzulassen. Weg da! Ich bitte dich, warte noch. Maria ist schwer krank. Erzähle mir keine Märchen. Diese Krankheit kenne ich gut. Der Galiläer hat es ihr angetan, seitdem er ihr am Tempel begegnet ist. Was will sie denn jetzt tun? Sich zu Hause vergraben? Und beten von morgens bis abends? Du bist ein Römer. Und du glaubst an andere Götter. Woran ich glaube, geht dich nichts an. Nur der Nazarener kann Maria helfen. Wenn du sie wirklich liebst, darfst du sie nicht zurückhalten. Ich muss mit ihr sprechen. Gaius, ich bitte dich sehr, warte noch. Bitte. Gaius ist draußen, Maria. Er möchte dich noch einmal sehen. Du hast keinen Grund, ihm das abzuschlagen. Glaube mir, er liebt dich wirklich und hat Verständnis für alles. Warum willst du ihn so leiden lassen? Verstehst du das nicht, Martha? Wenn ich ihm noch einmal meine Liebe schenke, dann wird es nur noch viel schwerer für ihn. Warum bist du denn dein eigener Feind? Der Nazarener hat so etwas niemals gelehrt. Hör doch auf mit diesem Nazarener! Ich wünsche, seinen Namen nicht mehr zu hören. Wie kannst du nur so etwas sagen? Er ist der Messias! Der Messias?
Du bist ja wahnsinnig, so wahnsinnig wie all die anderen, die an ihn glauben. Warum sollte der Messias gerade zu mir kommen? Warum? Weil er dir verziehen hat. Ob er mir verzeiht oder nicht, ist mir gleich. Ich ändere mich nicht. Und ich weiß, wie ich enden werde. Sind die Römer gewöhnt, Frauen auf diese Weise zu erobern? Warum kommst du nicht mit deinen Legionen her? Nun, was ist denn? Sprich doch! Ihr seid ja die Sieger. Maria, du sagtest einmal, dass du Angst vor mir hättest. Weißt du es noch? Du hattest damals Angst, meine Liebe wäre nicht stark genug. Sie würde nicht lange dauern. Diese Angst war unbegründet. Wir gehen zusammen von hier weg. Und dann werden wir alles vergessen. Nein, nein, ich will nicht. Ich bitte dich, rühre mich nicht an. Maria. Maria. Du weißt doch, was für eine Frau ich bin. Ich mache mir überhaupt nichts aus dir. Du bist mir völlig gleichgültig. Sprich nicht weiter. Das hier ist mein Geliebter. Anan bezahlt das alles hier. Ich gehöre nur ihm. Du liebst ihn. Ich weiß, du bist eine Abenteurerin, aber ich bin ja auch ein Abenteurer. Wir passen zusammen. Glaubst du? Wir werden uns ein schönes Leben machen. Du kannst alles von mir haben, was du willst. Vor allem werde ich dich von ihr fortbringen. Du weißt, dass ich dir ganz gehöre, Anan. Du wirst zu dir zurückfinden. Warum siehst du mich so merkwürdig an? Du weißt, dass Lazarus krank ist. Du kannst ihn jetzt nicht verlassen. Ich weiß es. Aber ich kann auch nicht mehr in Jerusalem bleiben. Es ist mir unmöglich. Es ist zwecklos zu fliehen. Gott ist überall. Du kannst ihm nicht weglaufen, Maria. Er lebt ja in dir. Alusa, Miriam, Sarah, schnell! Macht alles fertig. Wir brechen sofort auf. Seid ruhig, ich bitte euch. Ich bin schon seit vielen Tagen unterwegs. Ich komme von weit her. Ich bin alt und möchte ihn gern sehen. Und ich auch. Ich habe meine Frau bei mir und meinen Sohn. Ich habe ihn schon gesehen und ich hörte ihn auch predigen. Ich werde seine Worte nie vergessen. Seid bitte nicht so laut. Der Meister ist beim Beten. Er ist sehr müde. Ihr müsst Geduld haben. Morgen wird er jeden von euch anhören. Ich verspreche es euch. Es geht nicht. Nein, es geht wirklich nicht. Willkommen, Martha. Warum seid ihr nicht früher gekommen? Ich habe euch längst erwartet. Ich werde versuchen, für dich und deinen Bruder ein Nachtlager aufzutreiben. Danke, Judas Ischariot. Vielleicht bringen wir ihn besser nach Haus? Nein, nein. Wir bleiben hier. Hast du denn nicht gehört? Morgen wird der Meister zu uns sprechen. Du wirst ihm noch oft zuhören können.
Hab Vertrauen zu ihm. Er wird dich nicht verlassen. Martha hat recht, Lazarus. Gott verlässt keinen Menschen. Keinen. Auch nicht die Schlechten. Na, was macht ihr hier? Wollt ihr die römische Garde auf euch hetzen? Geht weg von hier. Wir tun doch nichts Böses. Wir warten hier nur auf Jesus. In Galiläa? Nun macht, dass ihr wegkommt. Der Galiläa. Der Messias des Lumpengesindels. Wir wollen ihn zu unserem Führer ernennen. Das Reich Judäa wird frei werden, wenn die Fische gelernt haben, wie man auf den Trockenen schwimmen kann. Ich frage mich, wie würde sich wohl euer Messias verhalten, wenn er meinem Schwert begegnet? Ich möchte wissen, ob er mächtig genug ist, mich zurückzuhalten. Ich möchte wissen, was stärker ist auf dieser Welt, das Wort oder das Schwert. Lass ihn doch leben, er wird die Aufmerksamkeit der Römer von dir ablenken. Besser er als du. Da hast du recht. Ihr seid ja verrückt. Vollkommen verrückt. Und ihr folgt einem, der noch verrückter ist als ihr. Gehen wir, kommt. Wir wollen nach Hause gehen. Komm, Lazarus. Nein, nein. Ich muss ihn sehen. Jesus. Jesus. Ich frage mich, wo du deine Frauen gelassen hast. Ich habe nur eine, mein Freund. Da ist sie. Es gibt keine schönere auf der Welt. Hast du nun Magdalena geküsst oder ist es nur ihr Geist? Warum denn so in Gedanken, Maria? Wo bist du jetzt? In Caesarea, in Jerusalem oder in Rom? Es ist mir vollkommen gleich, woran Maria denkt. Wenn sie nur hier ist. In meiner Nähe. Mehr brauche ich nicht. Fass mich nicht an, es ekelt mich vor dir. Magdalena. Hast du den Verstand verloren? Ich möchte zurück nach Jerusalem. Warum? Denkst du, ich wüsste nicht, zu wem du gehen willst? Glaub mir nicht, alle werden so großzügig zu dir sein, ja, wie ich. Du bist immer sehr großzügig gewesen, Anan. Und ich werde dir das niemals vergessen. Wenn du mich jetzt verlässt, kannst du nie mehr zu mir zurück. Auch wenn du mich auf den Knien darum anflehen solltest. Sorg dich nur nicht um mich. Ich habe mich schon genug gedemütigt. Musik, ihr sollt weiter tanzen. Gaius Marcellus ist in Caesarea. Warum willst du ihn wiedersehen? Wann kommt er zurück? Ich weiß es nicht. Und wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Bleib noch. Ich weiß, du liebst ihn. Aber denkst du auch daran, wie gefährlich das für dich werden kann? Und wenn du dich darüber hinwegsetzt, fürchtest du nicht auch für ihn? Ja, Markus, du hast vollkommen recht. Ich sehe es ein. Vielleicht ist es besser, du sagst es ihm nicht, dass ich hier war und nach ihm gefragt habe. Was ist geschehen? Sprich. Wo ist Lazarus? Er ist
tot. Dann wartet noch, Martha. Es ist zu spät. Er hat so oft nach dir gerufen. Er wollte dich noch einmal sehen. Gott hat mich bestraft. Bestraft durch den Tod des Lazarus? Nein, Maria. So darfst du nicht sprechen. Es ist die Wahrheit. Wenn ich ein anderes Leben geführt hätte, wäre Lazarus nicht gestorben. Wir empfinden deinen Schmerz mit dir, aber wir alle müssen uns mit dem Tod vertraut machen. Warum habt ihr Jesus nicht gesucht, bevor es für ihn zu spät war? Wo bleibt da euer Glaube? Ich bin hier, Magdalena. Du bist zu mir gekommen. Lazarus ist gerettet. Dein Glaube hat ihn gerettet. Lazarus, Lazarus, löset ihn auf und lasset ihn gehen. Kommt her, meine Brüder, kommt her und hört mich an. Kommt doch her, kommt alle her. Wir sind das auserwählte Volk. Das Reich des Herrn ist zu uns gekommen, wie es uns die Propheten verkündigt haben. Jesus von Nazareth ist zu uns gekommen, um uns aus der Knechtschaft zu erlösen. Was ist da los? Ganz Jerusalem scheint sich ja heute auf der Straße zu versammeln. Es ist große Aufregung wegen Jesus von Nazareth. Sie sprechen von seinem letzten Wunder. Er soll einen Toten zum Leben erweckt haben. Die Geschichte ist nicht schlecht. Nein, dieses Mal stimmt es. Man weiß auch den Namen. Lazarus aus Magdala. Was sagst du, wie heißt er? Lazarus, der Bruder von dieser Jüdin. Sie war kurz vorher hier, um dich zu sehen. Und warum hast du mir nichts davon gesagt? Weil ich es für besser hielt, zu schweigen. Jetzt weiß ich wirklich selber nicht mehr, was gut ist und was böse. Wo ist Magdalena? Sie ist dem Nazarener nachgegangen. Wohin? In das Haus des Simon Pharisäus, wo Jesus zu Gast ist.
Warum will Herodes, dass ich dieses Urteil fällen soll? Der König Herodes hat unbedingtes Vertrauen in die römische Justiz. Du darfst ihn nicht verurteilen. Es wäre ein Verbrechen. Er predigt nicht Gewalt. Er sagt, die Menschen sollen sich lieben und nicht hassen. Er verspricht den Demütigen, dass ihnen die Erde gehören soll. Den Armen? Den Ausgestoßenen? Ihnen soll die Erde gehören? Rom wird untergehen, wenn dieser Gedanke siegt. Dann gibt es keine Ordnung und keinen Frieden mehr. Eine unwiderstehliche Gewalt steckt dahinter. Ist die Liebe Gewalt? Ist der Friede Gewalt? Nein, der Friede ist viel mächtiger. Und wenn deswegen, wie du sagst, Rom untergeht, dann soll es ruhig zu Staub zerfallen. Ich soll also einen Verrat begehen, um deinem Gott zu helfen. Sollte es nicht eine andere Lösung geben? Vielleicht ja. Aber Rom wird es missbilligen. Und auch Herodes. Und das Sinedrium. Jedoch, während der Osterzeit habe ich das Recht, ausnahmsweise einen Verurteilten zu begnadigen. Das Volk soll darüber entscheiden. Entweder Barabbas oder Jesus. Das Blut eines Banditen gegen das Blut eines weisen Mannes. Wir können ihm vertrauen. Und er hat Vertrauen zu dir. Er wird dir zur Flucht verhelfen, Meister. Nein, Maria. Mein Schicksal wird von meinem Vater bestimmt. Was geschrieben steht, wird sich erfüllen. Aber es ist doch nicht richtig, dass du sterben sollst für ihre Sünden. Urteile nicht, Maria. Jeder Mensch glaubt, im Recht zu sein. Wir müssen verzeihen können. Verzeihe und liebe deinen Nächsten. Nur so wirst du in dem Frieden des Herrn leben. Wohin bringt ihr ihn? Befehl von Pontius Pilatus. Er und der Galiläer sollen dem Volk gegenübergestellt werden und es soll entscheiden, wer begnadigt wird. Das Volk wird Jesus nicht verlassen. Hoffentlich nicht. Barabbas muss wieder freikommen. Barabbas ist der Einzige, der gegen die Römer gekämpft hat. Das ist richtig. Er muss begnadigt werden. Wir müssen dafür sorgen, dass er begnadigt wird. Man erhält die Freiheit nicht nur durch Gebete. Und was ist, wenn er nun wirklich der Messias ist? Der richtige Messias hätte die Mauern des Gefängnisses gesprengt. Warum hat er es nicht getan? Er ist ein Lügner, ein Betrüger, auf den nur die Dummen hereinfallen. Hört mich an, Männer und Frauen von Israel. Ihr seht zwei Männer vor euch stehen. Jesus von Nazareth und Barabbas. Beide verurteilt zum Tode am Kreuz. Aufgrund des Gesetzes will ich, Pontius Pilatus, in Ausübung der mir vom Kaiser anvertrauten Macht, dem Volk das Recht geben, zu entscheiden, wer von den beiden Verurteilten begnadigt werden soll. Jesus oder Barabbas? Jesus! Jesus!
Barabbas frei. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Du hast wirklich alles getan, um ihn noch zu retten. Beruhige dich, Maria. Du kannst doch nicht auf alles verzichten. Du musst doch an dich selber denken. Ich kann nicht auf meinen Glauben verzichten. Auch nicht deinetwegen. Ich werde das Wort Jesu denen bringen, die es noch nicht gehört haben. In wenigen Jahren wird niemand mehr von Jesus sprechen. Nein. Er wird erst anfangen zu leben, wenn er gestorben ist. Sein Glaube wird die ganze Welt erobern. Versuche nicht, um Hilfe zu rufen. Du wirst keine Zeit dazu haben. Nein, Barabbas, lass dir erklären. Du brauchst mir keine Erklärung zu geben. Du hast mich verraten. Es blieb mir nichts anderes übrig, aber ich habe auch versucht, dir zu helfen. Dass du noch am Leben bist, ist nur mein Verdienst. Glaub mir das, Barabbas! Du bist ein elender Verräter. Und dafür musst du jetzt sterben. Sehr langsam. Ganz langsam. Langsam. Langsam.